Ja, Jungs, was geht's und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute werde ich das Thema ansprechen, warum sich viele von euch nicht mehr in Fortnite verbessern. Einige von euch haben nämlich den Punkt erreicht, wo sie einfach merken, dass sie nicht mehr so richtig besser werden in Fortnite. Einige von euch wissen auch deswegen nicht genau, woran das liegt und was man dagegen machen kann. Und genau deswegen werde ich euch heute in diesem Video erklären, warum das in der letzten Zeit vielleicht bei euch so war, dass ihr euch nicht so krass verbessert habt. Und was ihr auf jeden Fall dagegen machen könnt, um euch weiterhin in Zukunft stetig zu verbessern. Lasst aber natürlich gerne, bevor wir in das Thema des Videos reingehen, ein Like auf dem Video da. Und vergesst natürlich auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Das sind zwei kleine Klicks für euch und supportet mich extrem. Wir haben auch die 82.000 Abonnenten geknackt. Nochmal danke dafür. Wenn ihr mich nochmal zusätzlich supporten wollt, dann könnt ihr natürlich auch meinen Creator-Code RubiksNice im Itemshop eintragen. Jetzt gerade sind nochmal ein paar Leute eingeblendet, die meinen Creator-Code eingetragen haben und mir auf Instagram ein Bild dazu geschickt haben. Auf jeden Fall ein großes Dankeschön an euch und natürlich auch an jeden anderen, der meinen Creator-Code eingetragen hat, aber kein Bild geschickt hat. Und ich würde sagen, ich habe wirklich genug geredet und wir können jetzt auf jeden Fall direkt in das Thema des Videos reingehen. Wir fangen jetzt erstmal mit dem grundlegendsten und an sich auch offensichtlichsten Aspekt an. Nämlich lernen einige von euch nicht aus ihren Fehlern. Und das hört sich vielleicht im ersten Augenblick ein bisschen stumpf an, einfach zu sagen, ja, lernt aus euren Fehlern, aber da steckt noch viel, viel mehr hinter. Denn man kann aus seinem Fehler nicht lernen, wenn man nicht mehr weiß, welchen Fehler man überhaupt gemacht hat. Oder wenn man überhaupt nicht mal einsieht, dass man Fehler macht. Und genau deswegen ist der erste Schritt erstmal, wenn ihr aus euren Fehlern lernen wollt, dass ihr erstmal einseht, dass ihr kein perfekter Spieler seid und dass ihr auch, wenn ihr spielt, Fehler macht. Das muss man wirklich erstmal einsehen und in sich nachvollziehen. Jeder von uns macht beim Spielen Fehler und jeder von uns hat auch seine Stärken und Schwächen. Und wirklich kein einziger Fortnite-Spieler ist perfekt, denn jeder macht auch einfach mal Fehler. Und das sollte jeder von euch erstmal anerkennen, dass er Fehler macht und das ist auf jeden Fall nicht schlimm, Fehler zu machen. Und wenn ihr das eingesehen habt, dann gibt es natürlich jetzt aber zwei Probleme. Nämlich zum einen das Problem, wie man seine Fehler überhaupt erkennt und zum anderen das Problem, wie man aus seinen Fehlern danach im Nachhinein lernt. Und das ist wahrscheinlich das Problem von vielen von euch, wie sie überhaupt ihre Fehler erkennen und wie sie daraus lernen sollen. Und wenn man darüber ein bisschen nachdenkt, dann ist das eigentlich gar nicht so kompliziert. Erstmal das Kompliziertere von beiden, und zwar wie man seine Fehler erkennt. Und das Ganze funktioniert richtig gut mit Wort-Reviewen. Falls ihr noch nicht genau wisst, was Wort-Reviewen ist, das ist wirklich einfach zu erklären. Mit Wort-Reviewen ist gemeint, dass ihr nach einem Cup zum Beispiel eure Runden nochmal anschaut und guckt, was für Fehler ihr gemacht habt. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr jede Runde nicht perfekt gespielt habt. Und deswegen ist Wort-Reviewen wirklich extrem wichtig. Wie ihr das im Detail macht, ist eigentlich relativ einfach. Schaut euch wirklich einfach mal alle Runden von eurem Cup an und guckt, woran ihr gestorben seid zum Beispiel. Oder welche Situationen euch einfach komplett gegrieft haben. Und welche Situationen dazu geführt haben, dass ihr die Runden am Ende schlechter ausgespielt habt, als es eigentlich hätte sein sollen. Und damit ihr das ein bisschen besser nachvollziehen könnt, habe ich ein kurzes Beispiel für euch. Nämlich wissen ja viele von euch, dass ich hier auf meinem Kanal auch Cup-Highlights hochlade und die Cups dann auch in dem Video analysiere. Und diese Videos sind wirklich ein perfektes Beispiel dafür, wie man Wort reviewen sollte. Ein Beispiel hatte ich euch in einem Video gezeigt, in einem Duo Cash Cup. In diesem Beispiel bin ich einfach ohne Awareness, wo die Gegner sind, runtergesprungen und habe dann dadurch einen Pump bekommen, beziehungsweise bin halt auch down gegangen. Das heißt, da habe ich klar und deutlich erkannt, dass ich einen Fehler gemacht habe in dem Fight. Und beim Wort reviewen habe ich dann überlegt, was ich hätte besser machen können, um eben diesen Fight am Ende nicht zu verlieren, sondern zu gewinnen. Und mir persönlich sind natürlich ein paar Sachen eingefallen, die ich hätte besser machen können. Aber an dieser Stelle habe ich eine große Empfehlung für euch. Wort reviewt wirklich niemals alleine. Holt zum Beispiel euren Duo-Mate ran, wenn ihr einen Duo-Cup gespielt habt und Wort reviewt dann mit ihm gemeinsam. Holt vielleicht sogar noch eine dritte Person ran, die auch sehr viel Erfahrung hat. Und ich erkläre euch jetzt auch warum. Wie gesagt, sind in dieser Situation mir ein paar Sachen eingefallen, die ich hätte besser machen können. Aber dadurch, dass ich nicht allein Wort reviewt habe, sind mir deutlich mehr Sachen aufgefallen, auf die mich andere aufmerksam gemacht haben. Das heißt, ich konnte viel besser nachvollziehen, was ich hätte besser machen können. Als Beispiel in dieser Situation hätte ich zum Beispiel nicht runterspringen sollen, ohne Awareness, wo die beiden Gegner sind. Und dadurch habe ich dann diesen Fehler erkannt. Und wenn wir jetzt zum zweiten Problem kommen, wie man aus diesem Fehler lernt, dann ist es eigentlich gar nicht so schwer. Nämlich solltet ihr den Aspekt, der euch aufgefallen ist, zum Beispiel bei mir hier in dieser Situation Awareness, diesen Aspekt solltet ihr auf jeden Fall ausschreiben, auf jeden Fall auch in den Fokus rücken und darauf achten, dass ihr den Aspekt in der Zukunft trainiert. Das heißt, ihr solltet euch bewusst machen, dass ihr in dem Bereich Schwächen habt und dann diese Schwäche eben vernünftig angehen. Kommen wir jetzt auf jeden Fall zum nächsten Aspekt und der Aspekt ist auf jeden Fall auch ein großer Grund, warum sich viele von euch in Fortnite nicht verbessern. Das hört sich vielleicht jetzt im ersten Augenblick ein bisschen komisch an, aber viele von euch fokussieren sich auf Sachen, die ihnen eher Spaß machen. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass ihr nur Sachen machen sollt, die euch keinen Spaß machen. Was ich damit meine, ist, dass viele von euch eher darauf fokussiert sind, Sachen zu trainieren, die sie bereits schon gut können. Habt ihr beispielsweise schon richtig gute Mechanics, das heißt, ihr könnt zum Beispiel schon richtig gut bauen und editieren, aber habt zum Beispiel katastrophales Aim, dann solltet ihr euch natürlich nicht weiterhin auf Bauen und Editieren fokussieren, sondern ihr müsst auf jeden Fall damit anfangen, euer Aim in den Fokus anzurücken. Und was alles an euch verbessert werden kann, das ist vielen gar nicht bewusst. Es gibt nämlich drei Sachen, die entscheiden, wie gut ihr seid, nämlich eure Mechanics, eure Game Sense und eure Mentality. Diese drei Sachen entscheiden darüber, wie gut ihr am Ende des Tages seid. Zu euren Mechanics zählen Bauen, Editieren, Aim, Peace Control, Movement und so weiter. Und ich sag mal, das sind all diese Aspekte, die eher nur damit was zu tun haben, wie ihr spielt. Das heißt, ihr denkt darüber nicht viel nach, wie ihr das macht. Und diese ganzen Aspekte könnt ihr ganz einfach im Kreativmodus trainieren. Aber auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel auch Game Sense. Und Game Sense beinhaltet einfach euer Wissen, dass ihr wisst, was ihr in welchen Situationen machen müsst. Und dass ihr generell das Wissen dazu habt, in verschiedenen Situationen die richtige Entscheidung zu treffen. Und dass ihr auch wisst, wie ihr euch vernünftig im Early Game, Mid Game und Endgame verhaltet. Und Game Sense könnt ihr nicht irgendwie trainieren durch Kreativ oder sowas, sondern das entsteht einfach durch Erfahrung. Das heißt, um Game Sense zu bekommen, müsst ihr zum
zum Beispiel Watch reviewen oder ihr müsst halt sehr viele Cups oder Custom spielen, um euch dadurch eben euer Wissen aufzubauen. Und dann gibt es noch die Mentality und das ist auch wirklich ein sehr unterschätzter Aspekt. Mit Mentality ist eure Einstellung gemeint, also eure Mentalität. Das heißt zum Beispiel, ob ihr motiviert seid oder nicht oder wie ernst ihr das Spiel generell nimmt und was ihr erreichen wollt. Und diese drei Sachen, die ich euch jetzt genannt habe, die drei Sachen sind bei euch unterschiedlich gut. Wie ich bereits gesagt habe, haben zum Beispiel vielleicht viele von euch sehr, sehr gute Mechanics, aber haben zum Beispiel eine richtig katastrophale Game Sense. Das heißt, sie wissen gar nicht, wie man das Spiel überhaupt richtig spielen sollte, also wie die verschiedenen Spielphasen laufen sollten. Und es wäre jetzt ein großer Fehler, wenn diese Person sich weiterhin auf Mechanics konzentriert und nicht anfängt, auf seine Game Sense zu achten. Und das heißt jetzt für euch, sucht euch die Bereiche, die ich genannt habe, aus, in denen ihr Schwierigkeiten habt und rückt diese in euren Fokus und arbeitet daran, diese dann auszubessern, beziehungsweise halt zu trainieren, sodass ihr euch dann fortlaufend in vorne verbessert. Eure Schwächen sind nämlich die Aspekte, die ihr trainieren solltet und ihr solltet, wie gesagt, nicht nur eure Stärken als einziges trainieren. Dann kommen wir zum nächsten Aspekt und der wird auch sehr stark unterschätzt. Manche gehen nämlich davon aus, dass man jeden Tag irgendwie 10 Stunden spielen muss, um sich in Fortnite zu verbessern. Aber diese Aussage ist wirklich komplett lost. Es gibt so viele, die jeden Tag 10 Stunden spielen, aber am Ende des Tages trotzdem nicht besser werden. Und das liegt einfach daran, dass genau solche Personen ihre Zeit nicht richtig nutzen. Es reichen wirklich komplett 2 Stunden aus, um sich perfekt in Fortnite zu verbessern. Und man muss halt die Zeit, die man hat, richtig nutzen und auch richtig einteilen und sich generell eine gewisse Struktur schaffen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel 10 Stunden spielt, dann solltet ihr nicht 8 Stunden kreativ verbringen, sondern eure Zeit so einteilen, dass ihr euch warm spielt, eines eurer Schwächen trainiert und danach anfangt, auf jeden Fall auch irgendwann Arena zu spielen und Customs. Das heißt, die Struktur ist an dieser Stelle auf jeden Fall sehr wichtig. Aber natürlich solltet ihr jetzt auch nicht den gesamten Tag durchplanen. Also das ist ja auch im Endeffekt immer noch nur ein Spiel. Aber ihr solltet auf jeden Fall eine gewisse Struktur haben, sodass ihr eure Zeit wirklich ordentlich nutzt. Dazu kommt, dass ihr eure Schwächen trainiert und euch somit dann in Fortnite verbessert. Dann eine weitere Ursache, warum sich viele von euch nicht verbessern, ist, dass sie sich keine Ziele setzen. Und damit meine ich nicht, dass ihr euch irgendwie Ziele setzen solltet, wie dass ihr Top 10 in einem Cup kommt, wenn ihr davon noch nie geplaced seid. Also es sollten auf jeden Fall realistische Ziele sein, die ihr auf jeden Fall auch erreichen könnt. Ein kleines Etappenziel könnte zum Beispiel sein, dass ihr lernt, euer Peace Control in Fight-Situationen deutlich öfter anzuwenden. Oder dass ihr zum Beispiel anfangt, deutlich mehr mit eurem Mate zu kommunizieren. Oder dass ihr auch zum Beispiel Top 500 in einem Cup kommt. Also welches Ziel ihr euch hier setzt, ist natürlich komplett euch überlassen. Aber vertraut mir, wenn ihr ein realistisches Ziel vor Augen habt, dann seid ihr viel motivierter und eure Mentality wird dadurch auch deutlich besser. Deswegen auf jeden Fall sehr empfehlenswert, dass ihr euch Etappenziele oder auch richtige Ziele setzt. Und ein weiterer Aspekt, der zu eurer Mentality zählt, ist, dass ihr an euch selbst glaubt. Das heißt, seht wirklich ein, dass ihr das Potenzial dazu habt, euch in Fortnite zu verbessern. Es gibt nämlich immer Aspekte, die ihr besser machen könnt. Und versteht wirklich, dass wenn ihr an eurem Problem arbeitet, dass ihr auf jeden Fall besser werdet, wenn ihr auf jeden Fall dran bleibt. Und wenn ihr jetzt auf jeden Fall alle Aspekte, die ich euch genannt habe, umsetzt und daran arbeitet, euch in Fortnite zu verbessern, da werdet ihr auf jeden Fall 100% besser, da bin ich mir absolut sicher. Also fangt da auf jeden Fall an. Und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video soweit weiterhelfen. Falls dem so war, dann lasst natürlich jetzt gerne ein Like auf dem Video da. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert auf jeden Fall jetzt gerne den Kanal. Jungs, das würde mich wirklich extrem supporten. Und es fehlen auch nur noch knapp 18.000 Abonnenten, bis wir die 100.000 erreicht haben. Das heißt, Jungs, tut mir den Gefallen und lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Vergesst natürlich auch nicht den Creator Code Rubik's Nice im Item Shop, falls ihr mich nochmal zusätzlich supporten wollt. Auf Instagram könnt ihr mir gerne ein Foto schicken, jetzt gerade steht hier mein Instagram-Name. Schickt mir dort sehr gerne ein Foto, wie ihr meinen Creator Code eingetragen habt, da kann ich euch im nächsten Video einblenden. Und Jungs, noch eine ganz wichtige Info, falls ihr es noch nicht wisst, und zwar bin ich regelmäßig live auf Twitch. Auf Twitch heiße ich RubiksFMBR, Link dazu auch nochmal in der Beschreibung oder jetzt hier oben rechts in der Infokarte. Da mache ich zum Beispiel Handcam-Streams, wo ihr sehen könnt, wie ich so Claw spiele. Und zum Beispiel startet auch diesen Samstag am 15.10. um 10 Uhr morgens ein 12-Stunden-Stream. Also kommt dort auch sehr gerne vorbei, würde mich extrem freuen. Und da war es auf jeden Fall von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.